Auch Cecilia und Bernd Hochstetter wollen etwas typisch Portugiesisches kennenlernen. Die sogenannten Azulejos. Und dann wollen wir zum Kachel anschauen und wir treffen da zwei Frauen. Und die erzählen uns dann die Geschichte, von wo das herkommt, warum über jede Fassade hat Kachel dann. Und lasst uns überraschen, was. Ja, diese Kacheln, die prägen hier das Stadtbild so ein bisschen in Porto. Der Bahnhof ist ja ganz bekannt, aber man versteht gar nicht, was so dahinter steckt. Ursprünglich stammen die bemalten Keramikkacheln aus Persien. Dort waren sie bereits im 8. Jahrhundert zu finden. Alba und Marisa wissen alles über die Hausverzierungen und erwarten das Ehepaar bereits. Hallo! Hallo! Hi. Hallo! Gemeinsam geht es in die engen Gassen von Portos Altstadt. Die Kacheln prägen das Stadtbild beinahe an jeder Ecke. The first one was protection, because they protect the houses very well against humidity and rain. Man kann es sicherlich bei uns in Deutschland mit Schiefer vergleichen, wie wir früher die Häuser verkleidet haben. So einen Effekt hat es hier wohl auch gegen die Witterung, gegen Feuchtigkeit, hat sie uns erklärt, dass es auch als Schutz gedient hat, aber natürlich auch um den Reichtum zu zeigen. Ab dem 19. Jahrhundert wurden die edlen Kacheln großflächig eingesetzt und machten besonders Porto berühmt. Wenn man dann erstmal im Thema ist, und weiß, dass es das in Porto gibt, guckt man sich natürlich jede Häuserfassade an. Jede ist anders. Man ist immer wieder überrascht von den Farben und von der Unterschiedlichkeit. Also ist schon toll, ne? Ja, ist total schön. Die blauen Häuser scheinen wie aus einer anderen Welt. In Porto werden Cecilia und Bernd im Atelier von Marisa und Alba in die Kunst der Kachelmalerei eingeführt. Mixed very well. And then slowly. Jede einzelne Azulejo hat ihre eigene Schablone. Das klingt für den Polizeibeamten aus Hessen relativ einfach. Für jede Farbe eine eigene Schablone. Das kann ja nicht so schwer sein, das müsste man eigentlich hinkriegen, oder? Motivation genug, selbst künstlerisch tätig zu werden. Bernd zumindest kachelt drauf los. Im Moment hört es sich relativ einfach an, so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Also 16.000 wollte ich jetzt davon keinem machen, aber eines sollte man eigentlich hinkriegen. Ja, klar, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Nein, das sieht ja alles so ein bisschen sehr extravagant aus mit diesem Muster und so, aber mit der Schablone, dann denke ich, dass wir das auch hinbekommen. Das schaffen wir. Okay, so we have here many, many stencils or template, so you can choose your favorite. Okay. Ich werde mir jetzt was Zweifarbiges raussuchen. Ja, Blätterduma. Das war gleich. Ich würde das nehmen. Also bei Cecilia ist es jetzt gerade so wie im Kleidergeschäft. Die sucht jetzt alle Blätter durch und zum Schluss finden sie nichts. Also sollte sie schon für eine entscheiden. Ich bin ja nicht dabei. Ja, ich muss alles durchgucken. Ja, okay, guck. Ja. Siehst du, wir Männer, wir gehen ja mit einer Vorstellung auch zum Kleider kaufen. Das brauche ich. Was für ein Vergleich jetzt. Gut Ding will Weile haben. Cecilia sucht noch das perfekte Muster für ihre persönliche Kachel. Bernd ahnt bereits, das kann noch eine Weile dauern. Die Auswahl an Farben und Motiven ist schließlich gigantisch. Cecilia und Bernd lernen ein altes Handwerk kennen. Die Bemalung von typisch portugiesischen Keramikkacheln, den Azulejos. Im Atelier der Kunststudentinnen Marisa und Alba bemalen sie ihre ganz individuelle Kachel. Bernd zeigt dabei seine sensible Seite und geht äußerst vorsichtig ans Werk. Not so gentle. Man muss sich Zeit lassen, wie man eine Frau anfasst, Cecilia. Das war ja was Neues. Auch Cecilia bearbeitet die Schablone zunächst sehr vorsichtig. Sie möchte das perfekte Souvenir. Dabei ist das Ehepaar nicht immer einer Meinung. Aber was sich liebt, das neckt sich. Ich fand, ich habe es sanfter gemacht als du. Ja, aber ich bin ja nicht so sanft. Ja. Bis zum 18. Jahrhundert war Blau die dominierende Farbe dieser dekorativen Kunst. Heute ist Portugal der Hauptproduzent von Keramikkacheln. In allen erdenklichen Farben und Mustern. Wie bei Cecilia. Wow. Okay, looks nice. Wow. Yeah. Purple and gelb. Wow, it's beautiful. Hey, very good job. Yeah, very good job. Auch Bernd kann stolz sein. Ja, das Original. Das ist das Original. Pass auf, nicht das Wasser. Ach, sehr schön. Okay, gut.
Toll, ne? Das erste von 12.000 an dem Haus. Jetzt musst du noch 13.000 machen. Ja, dauert halt ein bisschen. Ich denke, mein kommt in der Küche. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann habe ich überlegt, dass er kommt immer noch, wir gucken mal, vielleicht in unsere Gartenhütte. Ich weiß nicht, oder? Die Farben würden natürlich zu unserem Odenwald passen, ne? Ja, okay. Es wirkt so ein bisschen wie Blätter, wie Herbstlaub und das Grüne dabei. Passt vielleicht so richtig gut im Garten. Ja, aber schön, dass deins in die Küche kommt. Das Riverboat ist bereit zum Ablegen. Nach 2 Tagen Porto geht die Reise auf dem Douro in Kürze los. Aber was erlebt? Die Reiseleiter Mirko und Alex bilden das Begrüßungskomitee. Hallo, schön gewesen? Ja, hat sich das frühe Aufstehen gelohnt? Immer. Sehr schön. Hallo, willkommen an Bord. Hallo. Danke. Willkommen Hallo. Zurück. Cecilia und Bernd erwarten die Abfahrt an Deck. Jetzt geht's los. Gut. Schau mal, in die Richtung. In die Richtung. Okay. Ja. Langsam verlässt das Riverboat den Ausgangspunkt Porto. Für die erfahrenen Hochseekreuzfahrer Cecilia und Bernd ist der Fluss eine neue Reiseerfahrung. Ging alles sehr schnell. Die Vorbereitung ist natürlich eine ganz andere Nummer. Also wenn wir das von dem großen Kreuzfahrtschiff her kennen, wie lange das dauert, wie lange die Motoren an sind und bis es dann tatsächlich wirklich losgeht, ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Es ist alles gemütlicher, man lernt die Leute schnell kennen, die Leute erkennen einen schnell wieder und von daher ist das alles ein bisschen familiärer. Komplett andere Atmosphäre. Ganz anders. Bei einer Schiffslänge von 75 Metern und einer Breite von knapp 12 Metern ist alles übersichtlicher. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Während die Gäste den Beginn ihres Urlaubs genießen, fährt das Riverboat durch das Alto Douro, eines der ältesten Weinbaugebiete und zudem Weltkulturerbe. Für Cecilia und Bernd fehlt nur eine köstliche Kleinigkeit, passend zur Umgebung. Ich sehe, dass was fehlt. Was fehlt? Hier fehlt ein Glas Wein. Ja. Du kennst mich ja so gut. Das Paar aus Breuberg im Odenwald kennt sich schließlich seit 25 Jahren. Hat schon was. Ja. Bisschen anders als auf dem Meer, gell? Absolut, ist was ganz anderes. Ja, ja. Da könntest du auch nicht immer da draußen sitzen. Aber hier gibt es halt immer was zu gucken. Auch die Häuschen da, wie die Dörfchen so aufgebaut sind, die Häuser, wie sie aussehen. Leute, die da direkt am Fluss wohnen, hat was. Das ist schon schön. Kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen? Nee. Wenn du dabei bist, kann ich mir vorstellen, überall zu wohnen. Aber du müsstest nur dabei sein. Dann ist alles gut. Der Polizeikommissar hat schon mal eine Charmoffensive für seine Frau auf Lager. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Zeit miteinander und füreinander. Dann beide Kinder wohnen nicht mehr zu Hause. Die wohnen sind in Frankfurt. Wir finden halt Zeit dann so abends, geht gerne in der Woche weg. Aber hier tut es jetzt gut, wenn man 2 Tage Porto, wir sind viel rumgelaufen und jetzt nur hier so ein bisschen wegdüsen, auf die Liege, Beine hoch. Und deswegen genießen wir das auch. Wir machen auch das Beste davon, glaube ich. Dabei steht ein Flusshighlight kurz bevor. Die erste Schleuse auf dem Douro ist in Sichtweite. Die Besonderheit von Crestuma ist die trichterförmige Einfahrt in die Schleusenkammer. Für Kapitän Dominik Kunz eine Herausforderung. Ein spannender Vorgang, auch für Bernd und Cecilia. Ich hoffe, es kommt Wasser, kommt nicht so jetzt, es kommt von unten. Ich weiß nicht. Alle vertrauen wir mal auf die Technik. Das ist ja nur das erste Schiff, das hier durchgeschleust wird. Aber das ist das erste Mal, wo ich so eine Schleuse bin. Du? In einer Schleuse bist. Eine Schleuse bist. Genau. Ja. Nee, aber da vertraue ich absolut der Technik. Okay. Da fahren ja Tausende von Schiffen durch und dann wird es auch diesmal klappen. Aber es ist schon faszinierend, muss man sagen. Ne? Guck mal, da oben ist, da kommt bis da oben hin kommt das Wasser und in die Höhe werden wir jetzt gebracht. Cool, ja, ist schon cool. Wie in einem langsamen Fahrstuhl überwindet das Riverboat fast 14 Meter Höhenunterschied. Jetzt genießen alle an Deck schon mal die Ankunft in Bitetos. Die kleine Pier diente früher als Kai für Portweinboote, die auf dem Douro Weinfässer transportierten. Bereits kurz nach dem Anlegen verlassen Bernd und Cecilia das Schiff. Sie wollen vor dem Abend noch ein sportliches Abenteuer in wilderem Gewässer erleben. Rafting habe ich nie gemacht.
wollte eigentlich immer machen oder probieren, ich weiß nicht halt wo, wo wir in der Nähe, wo wir wohnen. Aber jetzt ist hier eine Möglichkeit, aber Wetter spielt ja, naja, so mit. Nass werden sie beim Windwasserfahren sowieso. Also nichts wie los. Zunächst müssen sie auf die andere Seite des Douro. Bernd ist keineswegs wasserscheu, möchte bei allem Spaß aber auch nicht frieren. Wir machen am meisten die Temperaturen zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben Außentemperatur 15, 16 Grad und ich befürchte, dass auch das Wasser nicht viel wärmer ist. Von daher ist das, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann. Du gehst ja fast nicht im Sommerbaden. Nein, will genau. Du jetzt baden gehen, ungefähr. Meinst du, du bringst mich da runter? Nein, nein, wir gucken mal. Fällt nicht rein oder. Nein, ich pass auf. Das Rafting findet auf dem Paiva statt, einem Seitenarm des Douro. Am Ufer wartet bereits ihr Rafting-Guide Raphael. Ready to go? Ready to go. We have a lot to paddle. Hello. Hello, my name is Raphael. I'm Cecilia. Bon dia. Bon dia, Raphael. Bon dia. Ab jetzt müssen sich die mutigen Ausflügler auf Raphael verlassen. Ein letzter Blick auf das friedliche Riverboat. Dann geht es zum Paiva. Und der ist um einiges wilder. Beim Rafting werden Canyons und Wildwasser mit Schlauchbooten befahren. Gott sei Dank in Neoprenanzügen. Das ist die gute Nachricht für Bernd. So, for you maybe I gotta give you a extra small maybe? Ja, XS. Ja, liebe das. Trotz unterhaltsamer Kostümprobe in Neopren kann Raphael den Deutschen die Nervosität nicht ganz nehmen. Okay. Let me look at you. Oh, you're so nice. Now you have to take a look. On the side? Perfect. Okay. Make like that. Erstes Mal mit sowas, Gummianzug irgendwie. Ich mag ja so enge Klamotten, aber das ist ja komplett was anderes. Ich mache sowas zum ersten Mal. Ich gebe ehrlich zu, dass ich da richtig Respekt davor habe. Wir sind zu dritt. Ich hoffe, dass man ihm trauen kann, dass er das schon öfters gemacht hat. Das wäre schon mal das Wichtigste. Aber ich glaube, das wird eine heftige Geschichte. Wir sehen das Ganze mal positiv jetzt. Ich habe ja die Cecilia dabei, wobei ich im Moment noch nicht weiß, ob das der Vorteil oder der Nachteil ist. Dankeschön. Wir reden nachher. Trubel hingegen in der rollenden Umkleidekabine beim Wildwasser-Rafting. Für Cecilia und Bernd wird es langsam eng. Oh, you are too tired, no? Is it normal that you don't can breathe anymore? almost. Atemnot. Atemlos müssen sie auch noch den Abhang zum Fluss hinunter. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ob es auch wirklich eins wird? Da ist sich Cecilia nicht ganz sicher. Diese Flussfahrt ist eine besondere Herausforderung. Das wird den beiden beim Einstieg in das wackelige Schlauchboot schlagartig bewusst. Ja, ich bin ein bisschen nervös, selbstverständlich. Und ich vertraue jetzt dem Mann hinter mir. 100 vor dir und da, I don't know, ich weiß es nicht. You trust me, I trust only you now today. Okay. Unser Leben hängt jetzt an einem Portugiesen, den ich noch nie gesehen habe, der hier irgendwo raftet und macht mir ein bisschen Unbehagen. Ich hoffe, dass ich sowohl Cecilia als auch mich da heil runterbringe. Das verspricht, ein hinreißendes Abenteuer zu werden. Bye-bye! There is a rock, you can get stuck forward! Aber der Stein wird einfach überfahren und die erste Untiefe gemeistert. Jetzt kann die wilde Fahrt losgehen. Überall sind Strudel und Felsbrocken, die den Paiva zu einem schäumenden Wildwasser machen. Von der anfänglichen Unsicherheit der Deutschen ist nichts mehr zu spüren. Cecilia und Bernd stürzen sich mit Begeisterung in jede Welle. 3 Kilometer purer Spaß. Die richtige Stimmung und den lockeren Hüftschwung haben Cecilia und Bernd schon vor dem Abendprogramm. Wegen Adrenalinüberschuss hat Raphael aus dem Schlauchboot kurzerhand ein Partyboot gemacht. Cecilia und Bernd sind völlig begeistert von der Tour. Thank you. Thank you. Obrigada. You are welcome. Fantastic. Obrigado. Thank you. Good job. Yeah, it was good. Yeah. No, you make good job.
Es war auch so für uns als Paar ein tolles Erlebnis. Wunderbar. Hat uns so gefallen. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Party gemacht. Als er dann noch Musik gespielt hat, mit dem Boot, das uns in Empfang genommen hat, haben wir noch ein bisschen Party gemacht. Von daher haben wir alles abgedeckt heute. Auf dem Riverboat empfängt Mirko die Folkloregruppe aus dem Weinort Godim bei Regua. Für das kleine Schiff eine ziemlich große Truppe. Die engen Neoprenanzüge haben Cecilia und Bernd gegen schicke Abendgarderobe getauscht. Bernds Adrenalinspiegel ist in Sachen Kultur aber nicht ganz so hoch. Also wenn wir tatsächlich mal in Musicals gehen, schleppt mich da schon die Cecilia hin, keine Frage. Aber meistens gefällt mir es dann auch, wenn ich es mir angucke. Und jetzt sind wir hier in Portugal unterwegs und da gehört es meiner Meinung nach auch dazu, dass man sich auch mal das Brauchtum, die Trachten, was die so anhaben, anguckt, dass man so einen kleinen Einblick kriegt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Jawohl, so ist es. Die 25 Tänzer und Musiker sorgen von der ersten Sekunde an für Stimmung. Die Begeisterung der Portugiesen ist ansteckend. Mirko und einige Passagiere gehen schnell als Folklore-Tänzer durch. Auch Bernd und Cecilia sind schon wieder im Party-Modus. Es war sehr schön, es war sehr schön tanzt und ich bin sehr jetzt warm geworden. Ich habe mir dann gleich einen ausgesucht, der so meine Konfektionsgröße hat. Und von daher habe ich mich ein bisschen eingekleidet, weil ich finde, es gehört einfach dazu. Ja, sensationell. Wann hast du das letzte Mal so getanzt? Ich habe das letzte Mal so getanzt, wann die Niederländer Weltmeister geworden sind. Dann tanzen wir immer. Ja, klar. Habe ich gehört von meinem Großvater. Weil der so oft vorkommt, ja genau. Mit vielen strahlenden Gesichtern bei Crew und Passagieren geht die erste Etappe auf dem Douro zu Ende. In der nächsten Folge. Die höchste Schleuse am Douro lässt Bernd und Cecilia erstaunen und erschaudern. Ich habe mich erst mal gewundert, wie der hier überhaupt reinpasst, das Schiff. Das ist schon Präzision. Das ist schon gewaltig.